Ja, was ist los, Oskar? Elena liegt im Sandkasten. Wie meinst du das im Sandkasten? Die macht so komische Geräusche. Komische Geräusche? Bleib bitte hier, warte. Lena! Oh Gott, Lena! Gott, Lena! Lena! Süße, hey! Lena! Oh Gott, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Seit wann lag sie denn da draußen? Keine Ahnung. Oskar kam, ist auch ein Schüler von hier und hat mir Bescheid gesagt. Ich bin sofort raus, paar Minuten. Ich weiß es nicht. Was sind das für Bären? Keine Ahnung, was das für Bären sind. Oh mein Gott. Holen Sie mal wieder. Ja, aber das ist eine Schülerin von mir. Hol die Trage. Oh mein Gott, Lena. Lena. Oh nein, oh nein. Hello. Während die 9-jährige Lena Reimann vom Notarztteam erstversorgt wird, hat Lehrerin Pia Martens die Eltern des Mädchens informiert. Bereits 10 Minuten später treffen Christine und Frank an der Grundschule in Berlin-Charlottenburg ein. Was ist passiert? Schatz. Was ist passiert? Herr Doktor, was ist? Was ist passiert? Offenbar hat sie sich an irgendwelchen Bären vergiftet. Vergiftet? Ja, wir haben hier Bären bei ihr gefunden. Was? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte sie vielleicht gegessen. Oh Gott. Ja. Wir müssen das analysieren im Krankenhaus. Kann ich glaube, also Sie dürfen mitfahren. Sie müssen dann vielleicht. Dann fahr du mit. Ich komme im Auto. Aber wie kann das passieren? Lena, Schatz. Frau Martens! Und Sie sind dafür verantwortlich, dass Kindern etwas passiert. Wie kann das denn sein? Es tut mir leid. Es ist mir egal, was Sie sagen, Mann. Sie sind dafür verantwortlich. Deswegen vertrauen wir Ihnen. Das ist Ihr Job. Ich wollte das nicht. Frau Martens, ich sage Ihnen eins, es wird Konsequenzen haben. Sie werden nicht mehr lange Ihren Job ausüben können. Das garantiere ich Ihnen. Ich meine, ist natürlich klar, in der Haut von dieser jungen Frau möchte man natürlich jetzt nicht stecken. Denn da ist was schiefgelaufen. Und sie ist im Zweifel erstmal die Verantwortliche. Oh, ich weiß nicht, wie kann sowas passieren? Ausgerechnet meine Tochter auch noch. Ich dreh durch und diese Lehrerin. Ich muss ins Krankenhaus, ich muss wissen, was da passiert ist. Christine und Frank bangen um das Leben ihrer kleinen Tochter. Die besorgte Mutter versucht, sich auf dem Weg ins Krankenhaus zusammenzureißen und für ihre Kleine da zu sein. Doch die Frage, wie es zu diesem schrecklichen Vorfall kommen konnte, lässt sie nicht los. Ja, also das sind die Bären, die wir hier gefunden haben bei ihr in der Hand. Was sind das für Bären? Sind die schuld daran? Das weiß ich noch nicht, aber wenn es Ilex-Bären sind vom Ilex-Strauch, dann sind sie hochgiftig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lena die gegessen hat, niemals. Naja, ich habe jetzt immer und immer wieder gesagt, dass es nicht ja, stimmt. Aber Sie wissen, wie Kinder sind. Wenn irgendwas schön ist und glänzt, dann essen sie es eben mal. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn es diese Vergiftung ist, das macht dann Durchfall, Erbrechen und eben diese Atemlähmung, die wir hier gerade bei Lena haben. Ja, aber wir bringen sie jetzt auf die Intensivstation und wir werden weiter Untersuchungen machen, auch ihr Blut analysieren, damit wir genau wissen, was jetzt mit ihr passiert ist. Es ist einfach jetzt so Zeitnot, ne? Deswegen müssen wir uns ein bisschen hier beeilen. Aber ich bleibe die ganze Zeit bei ihr. Ich arbeite auch in dem Krankenhaus. Ich bin weiter jetzt für sie da und morgen wissen wir dann schon mehr. Ja? Lena, Schatz, bitte, du schaffst das. They say it's a matter of time. 1000 days and the sun won't shine. Das Ehepaar Reimann hat die Nacht bei ihrer Tochter auf der Intensivstation verbracht. Am nächsten Morgen suchen sie Rechtsanwalt Niklas Dittberner auf, um gegen Lenas Lehrerin vorzugehen. Reimann? Ja? Wirklich? Oh, vielen Dank. Ja, 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 wir kommen gleich. Ja, okay, danke. Tschüss. Was ist? Sie wurde von der Intensivstation auf die normale Kinderstation verlegt. Ihr geht's besser. Oh Gott. Gute Nachrichten. Ja, das war gerade das Krankenhaus. Sie haben Entwarnung gegeben. Also Lena wurde von der Intensivstation auf die normale Kinderstation verlegt. Ihr geht's wohl was besser. Oh Gott, ja, Gott sei Dank. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja. Ja, immerhin. Also man fühlt ja jetzt nicht mit jedem Fall mit als Anwalt, nur weil es dem Mandanten in irgendeiner Form schlecht geht. Aber das ist ja so ein Fall, also gerade da, wenn es so, also um Kinder geht und so, die also wirklich auch nichts dafür können, dass denen sowas passiert. Das ist etwas, wo man also dann auch mitfühlt als Anwalt. Und
War schön, dass sie endlich außer Lebensgefahr war. Steht denn mittlerweile eigentlich mal fest, woran sie sich vergiftet hat, oder? Woran nicht, aber das ist, Jasmin ist überhaupt die ganze Ursache, ist ja diese unfähige Frau Martens, diese keine Ahnung, diese Tussi, die alles macht, nur mit ihrem Job nachkommt. Ich meine, nur deswegen liegt ja erstmal Lena überhaupt im Krankenhaus. Egal wegen was. Aber diese Frau hat nicht ihre Pflicht erfüllt. Und ich sag Ihnen, wenn Lena auch nur den kleinsten Schaden davon trägt, ich mach die Frau fertig. Ich mach sie fertig. Auf jede erdenkliche Weise. Ja, es ist, nein, ich, das ist, Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Wut ich auf die Frau habe. Kann ich verstehen, dass, wenn Sie einen Vorwurf machen wollen, dann müssen Sie vielleicht wirklich erst mal rausfinden, woran sie sich vergiftet hat. Also ich meine, sicherlich steht da eine Aufsichtspflichtverletzung im Raum. Klar, bloß dazu müsste man wissen, wann und woran sie sich vergiftet hat. Vielleicht kann die Frau gar nichts. Ja, der Arzt vermutet, dass es die Bären sein könnten, aber wir wissen es halt noch nicht. Also Lena und auch die Bären werden noch darauf untersucht. Also sie hat das an den Handschuhen, wir wissen nicht, ob sie es gegessen hat oder was auch immer sie damit gemacht hat. Ja, können doch nur diese Drecksbären sein. Ja, das ist das Einzige, was irgendwie nahe liegt. Die sind giftig, sie hat sie in der Hand gehabt, hat sie anscheinend gegessen. Ja, alles wegen dieser blöden Kuh. Ja, die lackiert sich die Finger. Ich könnte auch. Also, wollen wir uns mal ganz kurz hinsetzen? Das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Ja, da hat man Mandanten vor der Nase, der natürlich hochemotional reagiert. Ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Und da passiert es natürlich relativ schnell, dass schnell ein Schuldiger gefunden wird. Und es kann ja nicht sein, dass man einfach nur irgendjemanden dann dran kriegt, sondern es geht natürlich schon darum, den Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich hatte in der Situation so ein bisschen das Gefühl, der Mann, der legt sich sehr schnell auf einen Schuldigen fest. Also ich würde mal vorschlagen, ich fahre wirklich mal selber zu der Schule hin und mache mir ein Bild von der Lage. Ja? Ja. Weil wenn diese Bären da auf dem Schulhof wachsen sollten, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum werden da solche Bären angepflanzt, da wo Kinder spielen, ist ja ein Problem. Ja. Also ich meine, erstmal wäre natürlich eine gesteigerte Aufsichtspflicht da und zum Zweiten haben die da eigentlich grundsätzlich nichts verloren. Ja, aber dazu müsste ich mir das mal angucken. Mhm. Und dann würde ich Ihnen sagen, was da für ein Eindruck gewonnen habe und würde mich wieder bei Ihnen melden. Ja, okay. Ja? Wir müssen jetzt eh erstmal. Sagen Sie der Frau Martens einen schönen Gruß von mir. Die kann sich warm anziehen. Die kann froh sein, wenn ja. Nichts. Jetzt fahren Sie vielleicht erstmal zu Ihrer Tochter ins Krankenhaus. Und, ja, natürlich. Aber ich kann Sie ja verstehen. Ja? Ich kann es vollkommen verstehen und wir klären das schon irgendwie auf. Niklas Dittberner geht dem Verdacht seiner Mandanten umgehend nach. Noch am gleichen Vormittag fährt der engagierte Rechtsanwalt zu Lenas Grundschule, um Lehrerin Pia Martens zu den Vorwürfen zu befragen und auf dem Schulgelände nach den giftigen Bären zu suchen. Die junge Pädagogin macht sich selbst große Vorwürfe und zeigt sich kooperativ. Wie gesagt, ich, keine Ahnung, meines Erachtens wachsen die ja hier nicht. Und deswegen komme ich mir umso schuldiger vor, weil ich nicht weiß, woher sie die haben könnte. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn die nicht wachsen, müssen sie sich nicht wirklich schuldig vorkommen. Aber je nachdem, wobei, also ich meine, mitgebracht haben wird sie die wohl nicht, oder? Sie können sich schon mal umschauen. Ich komme gleich und hole schnell meine Jacke. Alles klar. Der Anwalt schaut sich genauestens auf dem Schulgrundstück um. Auf den ersten Blick fällt ihm kein Strauch mit giftigen Beeren auf. Lehrerin Pia Martens hilft bei der Suche. Und das hier sind die Beeren, oder wie? Ja, die sahen so aus wie die von Lena. Aber wo sollen die denn wachsen? Ja, das ist Ihre Schule. Keine Ahnung. Ja, müssen aber wir vielleicht mal gucken. Bei dem also, ganzen Schnee, wo soll hier was? Kennen Sie Ihre Sträucher nicht irgendwie ein bisschen? Das da ist keiner, das ist, sieht ein bisschen aus wie Brombeere, oder nicht? Ja, deswegen, also. Ja gut, Frau Martens, aber wenn die jetzt hier nicht auf dem Grundstück wachsen, dann wird sie die vom Nachbargrundstück haben. Vom Nachbargrundstück? Ne, mitgebracht haben wird sie nicht. Ja, aber oder die Zäune sind so hoch, wie sollen die denn, also das kann ich mir nicht erklären. Haben Sie sich das mal angeguckt? Was? Das Loch da. Ein Loch? Kommen Sie mal mit. Durch das Loch hier passe sogar ich durch. Wie kommen wir denn auf das Grundstück? Einmal außen rumlaufen, aber. Dann machen wir das mal. Der Anwalt und die Lehrerin folgen der ersten heißen Spur auf der Suche nach dem giftigen Bärenstrauch. Sie führt die beiden auf das benachbarte Gelände einer Lackiererei. Also hier sind ja keine Bärensträucher hier, oder?
Nee, sieht nicht danach aus. Ach, sehen Sie mal hier. Kommt mal her. Da ist das Loch. Ja. Mit der schönen Gießkanne. Und das. Unsere Bärengift. Entschuldigung? Hallo? Was ma. Herr Dittbeiner, was machen Sie hier? Herr Reimann. Frau Martens. Was machen Sie hier? Wollen Sie zu mir? Nee, ich wollte eigentlich noch nicht zu Ihnen. Ich wollte eigentlich nur die Bären, kommen Sie her. Da ist ein. Da ist ein Loch an dem Zaun, da sind die durch. Und dann werden Sie jetzt genau von hier, von diesem wunderbaren Schrauch hier. Ja, klar, das ist natürlich. Aber sagen Sie mal, ich wusste gar nicht, dass Sie hier arbeiten, in der unmittelbaren Nachbarschaft von der Schule. Ja, es warum haben Sie nicht erzählt? Passend gewesen, aber hielt ich nicht irgendwie jetzt für notwendig. Ich wüsste ja nicht, dass Sie hier auf dem Gelände, dass das irgendwie überhaupt da in Zusammenhang bestehen kann. Natürlich jetzt, wo ich die Bären sehe, mit dem Ganzen ist das natürlich krass. Ja, ich werde die untersuchen lassen, ne? Also ich war da ziemlich verwundert, dass Herr Reimann also direkt neben der Schule arbeitet. Das hat er mir nicht erzählt. Und er hat mir natürlich auch nicht erzählt, dass da Bären wachsen. Was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, weil er wusste ja, an welchen Bären sie sich da vergiftet haben sollte. Und der rennt da jeden Tag an diesen Sträuchern vorbei. Aber ihn jetzt deswegen zu verdächtigen, dass er mir das bewusst verschwiegen hat, also das ist mir jedenfalls auch nicht in den Sinn gekommen. Aber ich habe so ein bisschen gezweifelt. Ich lasse Sie untersuchen und gleich das ab mit den Ergebnissen von den Bären, die untersucht werden. Und dann komme ich wieder auf Sie zu. Wann gehen Sie wieder ins Krankenhaus? Ich war ja vorhin kurz nach der Kanzlei schon, muss natürlich jetzt arbeiten. Ja. Muss ja irgendwie Geld verdienen, muss ja reinkommen. Ich werde aber nach Feierabend direkt wieder hinfahren. Dann stoße ich da zu Ihnen. Ne? Alles klar. Take a breath, take a deep. Niklas Dittbeiner fährt wie vereinbart am frühen Abend zu seinen Mandanten ins Krankenhaus, um Lena zu befragen, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Neunjährigen geht es deutlich besser und sie hat glücklicherweise keine bleibenden Schäden durch die Vergiftung davongetragen. Hallo, der Herr Anwalt. Grüß Sie. Hey. Hallo. Hallo. Hier, habe ich Sie mitgebracht. Soll bei der Genesung helfen, habe ich mir sagen lassen. Ja, der ist, lange Beine hat er. Also mein Name ist Dittbeiner. Ich weiß nicht, ob deine Eltern schon von mir erzählt haben. Ich bin der Anwalt von deinen Eltern und helft den beiden so ein bisschen rauszufinden, was da passiert ist und ob es irgendjemanden gibt, den man, wie man so schön sagt, zur Verantwortung ziehen kann dafür, dass du dich da vergiftet hast. Haben sie denn schon miteinander irgendwie so gesprochen? Nee. Was ist denn da passiert eigentlich? Kannst du dich daran erinnern? Ich und Oskar haben am Zaun gespielt. Und dann haben wir da so ein Loch entdeckt und da sind wir dann durchgegangen. Und dann wollte ich Oskar zeigen, wo mein Papa arbeitet. Und dann wollte ich das doch nicht mehr. Und dann habe ich mit Oskar einen Kuchen gebacken mit den schönen roten Beeren. Ist eigentlich. Das erklärt alles. Also durch diese Schilderung von der Lena sind wir natürlich davon ausgegangen, dass sie sich also jetzt an diesen roten Bären da vergiftet hat. Und damit stellte sich natürlich die Frage, ob es da eine Aufsichtspflichtverletzung gab. Also mir liegen jetzt die Laborergebnisse vor. Die Bären, ne? Keine Bären. Was? Du hast dir eine Lösungsmittelvergiftung zugezogen. Bitte? Lösungsmittelvergiftung? Ja, irgendwas mit Lack. Die Lackiererei. Ihre Lackiererei. Aber bei uns ist doch nichts einfach so frei zugänglich. Also. Ja. Bist du sicher? Ja. Sag mal, hast du da auf dem Gelände irgendwas angefasst, sag mal? Nein. Na, nein? Nee. Nee. Vielleicht hast du es ja vergessen? Weiß ich nicht. Also diese Lösungsmittel, die haben natürlich ein ganz anderes Licht auf diesen Fall geworfen, ja, weil. Eins ist klar, also Lösungsmittel findet man jetzt nicht unbedingt in Schulen, sondern vielmehr dort in dieser Lackiererei nebenan. Und damit stellt sich auch die Frage der Verantwortlichkeiten neu. Denn klar, die Lehrerin hätte aufpassen müssen, dass die da nicht ausbüchsen. Aber die Lackiererei hätte diese Gefahrenquelle eigentlich auch eliminieren müssen. Vielleicht geht Ihr Chef dann nicht ganz ordnungsgemäß mit dem Zeug um. Oder vielleicht stand was offen rum oder keine Ahnung was. Müsste man sich mal angucken. Das geht nicht. Das ist direkt neben der Schule. Ja, klar. Ja. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Mein Chef wird nicht begeistert sein, wenn Sie da auftauchen und irgendwie alles auf den Kopf stellen.
Ich gehe da ganz behutsam vor. Ich nehme es auf meine Kappe. Ich bin so froh, dass es Lena jetzt wenigstens wieder gut geht. Aber wie sie sich vergiftet haben soll auf dem Gelände, ich habe keine Ahnung. Ich meine, bei uns liegt nichts offen rum. Aber gut, der Anwalt will sich das ja anscheinend jetzt angucken, wird morgen vorbeikommen. Mein Chef wird wahrscheinlich keine Freudentänze aufführen. Aber ist halt so, ich kann es auch nicht ändern. Die Lackiererei, die unmittelbar an die Grundschule grenzt, ist ins Visier von Niklas Dittberners Ermittlungen geraten. Gleich am nächsten Morgen stattet der erfahrene Anwalt der Firma einen Besuch ab, um den Inhaber Bilal Tosun zu den brisanten Vorwürfen zu befragen. Hallo. Einen wunderschönen Tag, Dittberner, mein Name. Ich bin der Anwalt von den Herrn Reimann, will ich gar nicht sagen, sondern von der Tochter. Und ich weiß nicht, Sie werden ja auch schon ein bisschen miteinander gesprochen haben, nicht, was mein Anliegen ist. Ich habe es schon gehört. Tosun mein Name, ich stelle mich erst mal vor. Ich habe es gehört, ja. Tosun war Ihr Name? Ich dachte, die Firma heißt anders. Sie heißt auch irgendwie Hunold oder so. Ja, das hieß sie. Ein altdeutscher Betrieb, den wir übernommen haben, macht sich halt besser. Ah, okay. Aber, also noch mal zur Geschichte zurückzukommen, tut mir leid. Aber eins kann ich Ihnen versichern, wir haben mit der ganzen Vergiftungssache nichts zu tun. Also seit jeher arbeiten wir ordnungsgemäß. Und dabei bleibt es auch. Ich habe ihm das auch schon gesagt. Natürlich, aber genau deswegen, weil das wahrscheinlich alles seine Ordnung hat, macht es ihm doch bestimmt nichts aus, wenn ich einmal hier durchs Gelände laufe und mir die ganze Sache angucke, wie sie ihre Abfälle entsorgen oder nicht. Nix da, nix da, nix da. Das kommt nicht in die Tüte, ja? Also ich bin was rigoros heißt, dagegen. Sie mal die Produktpiraterie. Na, das hat mit Umweltbehörden, da gucken uns schon etliche Behörden auf die Finger. Das ist doch alles unter uns. Ich will ja nicht an die Öffentlichkeit. Wir gucken uns hier um, das war's. Ja, wissen Sie was, die Wände haben Ohren hier. Nix da. Wenn das einmal an die Öffentlichkeit kommt, dann kann ich hier einpacken. Ich wünsche das einfach nicht, ja? Und dabei bleibt's auch. Gut, dann sehen wir uns irgendwann im Laufe der Woche wieder zusammen mit der Gewerbeaufsicht, weil mit denen komme ich zurück, ja? Boah, mein Herr Anwalt. Ja, entschuldige, aber ich habe doch keine Lust, die ganze Zeit immer wieder zu bitten. Ich habe es einmal nicht gefragt, das muss doch reichen. Ganz ruhig. Also ich konnte ein Stück weit verstehen, dass der sich also jetzt dagegen wehrt, dass man ihm da in die Karten guckt und den Betrieb durchwühlt. Hatte ich auch nicht vor, ich wollte mich da nur umsehen. Aber das ändert nichts daran, dass ich den Betrieb wirklich ganz gerne meinen Augenschein nehmen wollte. Und deswegen musste ich ihm jetzt leider einfach mal ein bisschen drohen. Morgen kommt unser Abfallentsorgungsunternehmen. Wir holen unsere Gewerbeabfälle ab. Ich kann Ihnen zeitgleich unsere Ordner zur Verfügung stellen. Die können Sie dann durchforsten. Und dann werden Sie nämlich feststellen, dass Sie nichts feststellen. So. Umso besser. Ja, Ansichtssache. Und aber wenn da was rauskommt und wenn die Kundschaft davon Wind bekommt und wenn mir da was abspringt von den Kunden, dann werden Sie, können Sie sicher sein, dass ich mich mit meinem Anwalt bei Ihnen melden werde bezüglich Regressforderung, kann ich Ihnen sagen. Und wir werden uns auch noch mal sprechen. Ja, habe ich verstanden. Aber es wird nicht passieren. So, und jetzt möchte ich mal abschließend noch mal festhalten. Also die ganze Idee, sich Ihr Geschäft hier ein bisschen genauer anzugucken, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ja? Also damit hat Herr Reimann nichts zu tun. Der hat sich sogar eigentlich dagegen verwehrt. Das will ich ganz kurz mal klarstellen. Und jetzt würde ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank, Herr Reimann. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao. Frank, warte mal bitte kurz. Also, ich weiß, die Sache tut dir leid, tut mir auch leid. Aber eins kann ich dir sagen. Das hat, wenn das irgendwelche Konsequenzen, umsatztechnisch, kundentechnisch etc. etc. hat, dann bist du der Erste, der darunter leidet. Das kann ich dir sagen. Nach der schweren Lösungsmittelvergiftung ist die 9-jährige Lena Reimann inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ihre Eltern sind erleichtert. Nachdem die beiden ihre Tochter abends ins Bett gebracht haben, hat Christine Zweifel an Franks Arbeitgeber. Aber weißt du, was mir gar nicht gefällt? Hm. Wie dein Chef heute den Anwalt abblitzen lassen hat. Also es wirkt auf mich so, als hätte er tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Hm. Nee, also da bin ich mir relativ sicher oder eigentlich ganz sicher. Also ich meine, er mag zwar manchmal sehr unsympathisch wirken oder sehr schroff oder wie auch immer du es nennen willst, aber zu verstecken hat er mit Sicherheit nichts. Er ist eher überkorrekt und ist das sehr penibel. Ja, ich arbeite jetzt auch schon lang genug in der Firma. Also das hätte ich, glaube ich, schon gemerkt. Ja, also ich weiß es nicht. Also ich bin da eh nicht so begeistert davon. Ich meine, der war sehr ungehalten, was den Besuch vom Anwalt anbelangt. Und ich habe da schon ein bisschen Muffe. Also was passiert, wenn ich einen Job verliere, wenn ich gekündigt bekomme? Ach, Quatsch. Du wirst doch nicht so schnell gekündigt. Also, wenn der mir früher erzählt hätte, dass sein Chef ihm da mit einer Kündigung gedroht hat, dann hätte ich ihm die Ängste nehmen können, weil was Herr Reimann da gemacht hat, war schlicht und ergreifend keine Kündigung wert. Ach, so einfach ist das nicht alles.
Weißt du was? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir da Gedanken gemacht. Gerade auch so, was die ganze Sache anbelangt. Wie wär's denn? Wir lassen die Sache einfach mal auf sich beruhen jetzt und entziehen dem Anwalt einfach das Mandat. Nee, das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Und darüber werde ich auch mit dir gar nicht diskutieren. Ich möchte die Ursache für diese Vergiftung herausfinden. Stell dir mal vor, ein anderes Kind vergiftet sich nochmal. Oder Lena vergiftet sich nochmal. Willst du das verantworten? Nein, natürlich nicht. Dann soll der Dittberner morgen da hinkommen, soll sich das alles angucken. Er wird sehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Von mir aus komm du auch noch dazu, damit du zugucken kannst. Und dann habe ich meinen... Du hast recht, ich habe meine Ruhe. Und wir sind alle glücklich. Gut, alles klar. Genau so werde ich es tun. Manchmal verstehe ich Frank echt nicht. Es geht um das Leben unserer Tochter und der erzählt hier irgendwas von seinem Job. Ich meine, dann sucht er sich halt einen neuen Job. Das Leben meiner Tochter ist mir auf jeden Fall wichtiger als irgendein Job. Am nächsten Tag nimmt Rechtsanwalt Niklas Dittberner die Lackiererei von Franks Arbeitgeber Bilal Tosun erneut unter die Lupe. Der Jurist hat bereits alle Akten der letzten 2 Jahre zur Entsorgung der Abfälle studiert und beäugt nun gemeinsam mit seinen Mandanten den Abtransport der giftigen Lösungsmittel. Herr Anwalt, zufrieden? Ja? Ich bin zufrieden. Ich mache ja nicht viel. Ich stehe hier rum und gucke mir das an. Ich meine, ehrlich gesagt, dass Sie meinten, dass jetzt hier ein großer Skandal auffliegt, weil ich auch da mit dabei stehe, kann ich noch immer nicht ganz verstehen. Aber ja, in der Tat, Sie entsorgen Ihren Giftmüll einigermaßen anständig. Sehen Sie, die Ordner ordnungsgemäß beschriftet, alles wunderbar. Wenn Sie wollen, können Sie auch die Ordner der letzten 5 Jahre sich anschauen. Haben Sie tonnenweise Material, da sind Sie erstmal beschäftigt. Die letzten 2 Jahre habe ich mir schon angeschaut. Ja. Und zugegebenermaßen machen Sie anständig. Ja. Sehen Sie? So, bei euch alles klar denn soweit? Ja? Ja, alles klar. Dann alles Gute. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. So, Herr Anwalt, bedanke mich für gute Zusammenarbeit, ja? Das war ironisch gemeint. Alles Gute und viel Erfolg noch, ja? Wir hören voneinander. Werden wir hoffentlich haben, ja. Tschüss. Frank, du kommst dann rein, ja? Es war in der Tat eine bisschen unangenehme Situation, weil ziemlich offensichtlich war, der Mann macht wirklich alles richtig. Ja, wir kommen da mit großem Getöse, wollen den Betrieb durchsuchen und so weiter und so fort. Und dann behält er recht. Herr Reimann, Sie hatten recht. Gesehen? Alles? Sie hatten recht. Sie hatten recht. Ja, habe ich Ihnen gesagt. Trotz alledem schließt das nicht aus, dass er mich irgendwann mal ausgesickert ist. Aber in der Tat, ja, ich gebe ihr recht. Ich gebe Ihnen recht, die ganze Sache ist einigermaßen ordnungsgemäß über die Bühne gebracht worden. Und das wird auch ordnungsgemäß hier gelagert. Ja, Moment. Wir müssen hinterherfahren. Wieso wollen Sie denn da hinterherfahren? Ja, ich möchte wissen, wo das jetzt Frau alles ist. Frau Reimann, die Spur ist ja, tot. Doch. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass dieser Wagen jetzt den Giftmüll auf dem Spielplatz von Ihrer Schule ablöst. Ja, das werden wir ja sehen. Jetzt kommen Sie mit. Ich meine, dafür zahle ich Sie ja schließlich. Jetzt kommen Sie mal mit. Wir müssen jetzt gehen. Ist so ein Quatsch. Das muss doch nicht sein jetzt. Sonst verpassen wir die. Jetzt kommen Sie schon. Kriegen wir die nicht mehr rein. Also, die Spur war zu dem damaligen Zeitpunkt für mich wirklich einfach tot. Ja? Also, wir hatten eine Gefahrenquelle, eine denkbare Gefahrenquelle auf dem Nachbargrundstück. So, da gab es aber jetzt keine Gefahrenquelle, weil da war alles in Ordnung. Und es gab für mich überhaupt keinen Grund, jetzt diesem Müllentsorgungsunternehmen da hinterher zu fahren. Weil was sollten die denn machen? Also, das habe ich nicht verstanden. Sollte das Mädchen auf den LKW gesprungen sein? Oder sollten sie den Kram da auf der Schule abgeladen haben? Wäre für mich vollkommen unsinnig gewesen. Aber man täuscht sich zuweilen.